Heute erwartet uns wieder ein Rennen voller Action, unter anderem eine weirde rote Flagge, aber auch sehr viel Fight, weil diese ewig lange Geraden uns auf jeden Fall nicht in die Karten spielen wird. Hier am Hermanos Rodriguez Mexiko in unserer F1 23 My Team Karriere mit Audi. Hier haben wir nun den Circuit Hermano Rodriguez, 4,3 Kilometer, 17 Kurven und eine Strecke und eine lange Geraden, eine Start- und Zielgeraden, die unsere Destination auf jeden Fall gärten wird, denn diese Strecke hat es in sich. Der Mittelsektor ist eigentlich okay, der könnte unserem Auto liegen, aber der Endsektor und vor allem die Start- und Zielgeraden, die wird uns auf jeden Fall einiges abverlangen, denn wir haben ein sehr schwaches Auto auf der Geraden. Und ja, gerade das und Las Vegas, das sind Strecken, von denen ich mich fürchte. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, dass ihr da kein Video mehr von mir verpasst. Lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen runter. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gern freuen. Falls ihr auf Social Media vorbeischauen wollt, TikTok, Instagram, alles unten verlinkt, macht die 13K voll. Jetzt geht es in die erste Kurve, der erste harte Bremspunkt, da kommen wir eigentlich okay durch. Es ist sehr schwierig, ich fahre hier mit TSC Mittel, wir fahren auf Schwierigkeit 94 und das heißt, halt jetzt einfach durchziehen. Wir müssen es irgendwie eine ordentliche Runde schaffen. Und jetzt geht es hier in den Mittelsektor. Aktuell sind wir 14. 18. Platz, da habe ich ein bisschen früh gebremst. Das ist der 10. 9. Also ist echt sehr strong, muss ich sagen. Da kommen wir auch gut. Ja, da habe ich den Scheitel verpasst. Das liegt aber wahrscheinlich auch am Setup. Trotzdem noch alles gut. Jetzt kommt so ein bisschen der Mittelsektor, wo Track Limits immer eine große Sache sind und wo auch das Auto sehr unruhig wird. Deswegen bin ich auch ein bisschen behutsamer mit dem Gas. Und da gehen wir trotzdem auf den 13. Platz hervor. Das ist sehr strong. Und 14. jetzt 7 Zehntel Rückstand auf so einer Strecke wie der ist, würde ich sagen, noch okay. Jetzt geht es so ein bisschen in diesen Zickzack-Stadion-Sektor. Das sind wir ehrlich gesagt auch nicht extrem schnell. Trotzdem ist es der 13. Platz. Das ist eigentlich okay. Ja, besser kann man sich sagen. 12. war sogar kurz. Es ist der 13. Platz. Gucken wir uns die restliche Startaufstellung mal genauer an. 14 ist geworden. Das ist natürlich okay. Und 4 sollten die Highlights sein. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Leclerc, Hamilton, Perez, Fernando Alonso, Norris, Gasly, Bottas, Ocon, Hülkenberg, Albon, der Wissenschaftler, Stroll, Magnussen, Tsunoda, Joe, Sargent, De Vries, Oscar Piastri und Doohan. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Eine sehr interessante Startausstellung. Jetzt geht's aber mal in unser nächstes Rennen hier. Der Start war strong, besser als Magnussen weggekommen, besser als Nico Hülkenberg weggekommen. Und jetzt müssen wir uns in den Po hängen. Sonst werden wir auf der Geraden dennoch aufgefressen. Auch wenn der Start gut war, heißt auch hier in der ersten Kurve natürlich alles überblick haben. Und da gehen wir außen an sau vielen Leuten vorbei. Das ist der 10. Platz. Also ist okay, da muss ich jetzt ein bisschen früher in die Bremse. Und da ist es echt eng, weil da gehen mir teilweise 4 Leute nebeneinander in die dritte Kurve rein. Und da musst du halt echt aufpassen. Jetzt hier im Windschatten, dann gegen erste Bahn Ocon. Und da bin ich unfassbar spät auf der Bremse. Das war mein Fehler auf jeden Fall. Da lässt aber Ocon mir diesmal den Platz zum Atmen. Hier dann ein bisschen später gehen wir rein und übernehmen den 10. Platz. Das wird schwierig, denn Gasly vor mir hat ein unfassbar starkes Auto. Auch Lando, gegen den wir gefühlt auch schon die komplette Season fighten. Es ist eher, dass wir hier überleben müssen, denn im Mittelsektor können wir zwar mal ein bisschen durchatmen, aber hier gibt es auch wieder DS. Und das Schlimmste wird vermutlich, wie gesagt, wenn dann das DS enabled ist, wird vermutlich auf jeden Fall die Start- und Zielgeraden, weil das DRS und der Windschatten und die fehlende Pace, das wird sehr schwierig. Gucken wir uns aber mal an, 25 Runden ist eine lange Renndauer, es kann viel passieren und es wird viel passieren. Und wir sind hier leider schon aus dem DS-Fenster rausgeschlüpft. Also das konnten wir aber trotzdem irgendwie noch gut machen, denn im Mittelsektor gibt es die eine oder andere Möglichkeit, trotzdem eine gute Zeit, einen guten Platz zu finden. Vielleicht ein bisschen nach vorne.
zu kommen. Esteban, ja, dahinter Esteban geht es auch zwischen Bottas und Stroll hin und her. Und wir haben hier die erste Kurvenkombination gut gemeistert, sogar eine Zehntel auf Gasly aufgeholt. Es ist aber auch ein wahnsinnig strong, die sind diese Alpine sind natürlich streckenspezifisch, aber eigentlich auch immer strong. Ich kämpfe gefühlt immer, oh, da kommt ein leichter Pendler rein. Ja, ich kämpfe gefühlt immer gegen die Alpine. Wir kämpfen immer gegen die McLaren, die aber aktuell sehr strong geworden sind, weil eben Fernando Alonso zu ihnen hingekommen ist. Der Start war sehr gut, der Mercedes ist Ticken besser weggekommen, auch der Ferrari. Ich glaube, der Linke hatte ein bisschen einen schwächeren Start, also dieser Ferrari war das oder so. Und ja, da hängen wir uns in Tow rein, aber hat halt auch nicht viel gebracht, weil Turn 2 ja so ein bisschen zumacht und wenn du da außen bist, hast du natürlich die Wähler, zu dritt waren wir nur, aber es ist trotzdem unfassbar eng hier. Und ja, da war es vielleicht auch klüger, dass wir da nachgegeben haben und im Windschatten dann hier uns doch noch an Esteban Ocon ja drangesaugt. Da war ich aber so spät auf der Bremse, also das war sehr waghalsig. Und dann hier rein, glaube ich, haben wir ja dann den guten Esteban Ocon überholt. 99 Startnummer finde ich auch ziemlich cool. Ist mein Geburtsjahr. Und wir sind im DRS-Fenster. Also das DRS-Fenster ist aktiviert. Die DRS. DRS generell jetzt enabled. Und ja, dann müssen wir hier ganz spät den Schlenkerer machen. Trotzdem zieht Esteban hier easy an uns vorbei. Es ist ja eher so, ja, das ist so schwierig, da überhaupt Fuß zu fassen. Wir haben einfach ein so schwaches Material, dass es hier kaum möglich ist, irgendwie zu kontern. Er zieht da direkt gleich 2-3 Zehntel weg. Liegt doch dran, weil er auch hier DRS bekommen hat und wir kommen da auch absolut. Guckt euch das an. Ich strecke mich, aber ja, es ist einfach zu kurz. Mein Auto ist einfach zu schwach. Ich komme einfach nicht vorbei. Das ist schade. Das ist echt kacke. Aber es lässt sich auch nichts machen. Hier im Windschatten dann an Esteban Ocon. Können wir immerhin ein bisschen folgen. Also wir bleiben auch immer in diesen 3, 4, 5 Zehntel Fenster drin. Esteban ist jetzt nicht der Überflieger. Er hat Gott sei Dank auch kein DRS oder so zum Vordermann. Trotzdem ist es halt ein Wahnsinn, dass wir dem Gefühl da kaum nachkommen. Ich habe auch das Setup jetzt nicht aggressiv eingestellt. Ich würde sagen, es ist eher so ein mittelmäßiges Basic Setup für Mexiko oder Stadt Grand Prix ähnliche Sachen, halt wo man viel Pace braucht für so Rennen. Natürlich müssen wir auch auf die Wendigkeit achten, denn die im Mittelfeld, diese ganzen Kurven hier, ja, sind halt extrem schwierig. Und da drückt der Nächste an, Lance Stroll jetzt links und da kann ich auch nichts machen, der zieht vorbei, ich hänge mich in den Windschatten. Ja, aber was soll ich machen, Mann? Ich kämpfe hier mit stumpfen Waffen. Es ist einfach traurig, dass wir hier nach so einem tollen Start, ja, und eigentlich auch nach einem unfassbar guten Qualifying hier, ja, wieder durchgereicht werden. Es fehlt an Pace vorne und hinten und wir können auch nichts machen. Es ist einfach traurig. Es ist so scheiße traurig, dass wir hier nicht irgendwie um den fucking Punkt fahren können, sondern einfach jeden ziehen lassen müssen quasi. Ja, es ist halt wirklich scheiße. An dem Mittelsektor. Hier verlieren wir, glaube ich, noch mehr Zeit wie Start und Ziel, eben auch, weil dieses Auto nicht wendig genug ist. Doch, wir bleiben auch dran hier, Lance. Aber das Auto ist halt einfach nicht wendig genug, das ist ein bisschen das Problem. Meine Motivation liegt natürlich drin, dass wir unbedingt im DRS-Fenster bleiben. Denn sollten wir da rausfliegen, sind wir auf guter gleich für Bottas und auch für Logan Sargeant. Und ja, es widerspiegelt sich auch wieder, dass das Auto eher semi-gut ist, wenn ich auf die Liste, aber nicht da unten links hingucke und sehe, dass mein Teamkollege letzter Platz ist. Also das zeigt sich dann wieder. Neunte Runde hier. Wir hängen immer noch, oder wir fahren immer noch hinter Lance Stroll nach. Und da ist grün und jetzt wieder gelb. Da scheidet anscheinend jemand aus, oder? Red Flag, Leute! Es ist rote Flagge. Das ist natürlich ein Game Changer. War nicht mehr am Steuer. Das ist natürlich ein Game Changer, denn hier kann sich jetzt einiges ändern. Und so ist es auch. Wir dürfen unsere Strategie wählen. Freier Reifenwahl ist natürlich jetzt Pro und Contra, denn wir hätten vielleicht auch durch Boxenstops ein bisschen mehr gut gemacht. Wir werden auf die gelben gehen, denn es ist eigentlich perfekt für einen Boxenstop gewesen. Das quetscht jetzt alles wieder zusammen und wir haben natürlich auch einen Standing Start, der das Ganze
noch spannender machen wird. Let's go! Zweiter Start in diesem Rennen und es war wieder eine rote Flagge, wie gestern links hatte. Esteban Ocon einen grottigen Start, auch Lando Norris nicht gerade das... Oh, so nein, Norris ist gut weggekommen. Das war dann anscheinend Lance Stroll, der hier nicht gut weggekommen ist. Und hier sind wir dann irgendwo im Nirgendwo. Müssen hier ganz eng, da kommt es zur Berührung zwischen Hamilton und zwischen Sainz. Ja, da konnte ich diesmal nicht ausweichen, da kommt es zur Berührung zwischen Verstappen und mir. Das tut mir auch leid und da zieht außen Hamilton an uns vorbei. Da können wir aber noch kontern. Da gehen wir rein. Diesmal nicht verbremst. Leichter Pendlerreifen, natürlich noch etwas kälter. Wir haben einen Standing Start. Und ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Denn da vorne, das hätte ich mir nicht erwartet. Und hier können wir sogar an Verstappen vorbei. Auch mit einer leichten Berührung. Trotzdem würde ich sagen, was für ein komplett komischer Restart. Ich hoffe natürlich, dass ich so lange wie möglich da vorne überlebe. Es ist mir klar, dass ich den vierten Platz hier nicht ins Ziel retten kann. Das ist mir ganz, ganz klar und das, ja, müssen wir auch alle akzeptieren. Nur, umso länger ich mich da vorne halte, umso später können die Leute überholen und umso später, ja, verlieren wir da einen Platz nach dem anderen. DRS wird noch nicht enabled sein. Ist natürlich schade, denn wir wären jetzt im DRS-Fenster zu Leclerc. Und ja, Fernando Alonso ist jetzt auch an uns vorbei in Runde Nummer 17, da drückt auch schon der Nächste an. Es ist Lewis Hamilton, dahinter Max Verstappen, das sind halt alles Autos, die gerade nicht mal in den, nicht mal in den Räumen in der Liste stehen würden, die wir schlagen. Ich hebe auch das ES auf, bis er kommt, weil ich halt eben wirklich so wenig ES habe, bleib auf der Ideallinie und da kommt fast Verstappen sogar noch dran. Also das ist wirklich unfassbar traurig und hier probiere ich ja gar nicht dran zu bleiben, denn es ist mir auch irgendwie klar, dass wir da keine Chance haben gegen Lewis Hamilton. Wir werden auch keine Chance haben gegen Max Verstappen oder Carlos Sainz. Doch so viel wie wir halten, so gut wäre es dann auch. So, hier können wir aber immerhin an Verstappen vorbei. Das ist wichtig, das ist sehr toll und ja, hoffentlich, vielleicht können wir dann doch noch ein bisschen die Großen hier ärgern. Vielleicht können wir noch Max Verstappen ärgern, Sainz sie ärgern. Es ist natürlich jetzt eher so, ja, Leben und Sterben gefühlt. Denn wir müssen es halt einfach irgendwie ins Ziel retten, einen Punkt holen. Das ist wirklich das Einzige, was hier zählt. Wir sind halt wirklich auf den Geraden eins der schwächsten Autos überhaupt. Und so wird es dann auch vermutlich schwierig werden, generell da was gut zu machen. Hier wieder einen leichten Quersteher. Und die Kurve, die hier wirklich so wichtig wäre, wo man einen echt guten Exit braucht, probiere ich es auch immer. Wirklich, mit einem guten Exit. Und der hat jetzt auch richtig gelangt. Im leichten Windschatten hängen wir hier. Und wegen ein paar Tausendstel ist es nicht ausgegangen, dass wir das DRS auf Hamilton bekommen haben. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie der angeschossen kommt. Ich fühle mich wie Piper Perry. Und der ist einfach vorbei. Es ist einfach, ja, da können wir zwar nochmal kontern, aber das ist einfach ein Wahnsinn. Wo da der Pace-Unterschied ist, der war 8 Zehntel in der letzten Kurve weg und jetzt, ja, kommt er dann geschossen und überholt uns da noch. Diese Geraden ist einfach ein unfassbarer Cheatcode. Gucken wir uns hier nochmal ein paar Replays an, aus der dritten Runde zum Beispiel, und da sehe ich schon, dass wir das Safe and Track Limit bekommen haben, denn ja, das war ein Wahnsinn. Da hatten wir auf jeden Fall eine Verwarnung bekommen. Ich konnte aber auch irgendwie jetzt nicht mehr das Auto richtig abfangen, deswegen, ja, mussten wir doch ein bisschen den Ausweg nehmen. Der Restart hier nach der roten Flagge. Und da sehen wir Doppel-Mercedes-Führung. Die sind doch gut weggekommen. Die sind ordentlich weggekommen, muss man sagen. Trotzdem ist der eine Red Bull, der eine Ferrari viel besser weggekommen als der andere. Aber da geht... Nein, das hat... Okay, der hat den abgedeckt. Und da war es dann wirklich ganz, ganz eng zwischen Hamilton und Sainz. Das hatten wir auch gesehen. Das sind wir auch innen vorbei. Und dann kam es zur Berührung mit Max. Das ist aber ja in der Hitze des Gefechts und vor allem im Getummel hier. Ich glaube nachvollziehbar, dass ich da auch nicht so schnell reagieren konnte. Hier dann gegen Lewis Hamilton. Wir kämpfen hier gegen den siebenfachen Weltmeister. Das ist einfach ein Traum. Wir mit dem unterlegenen Kackauto eigentlich. Und ja, dann sind wir hier im Stadion. Sind wir auch gut durchgekommen. Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit der Fahrt heute. Nur halt, dass die Pace fehlt, ist halt echt sehr, sehr top. Wir sind
in der Runde Nummer 25 und wir konnten es tatsächlich irgendwie schaffen, Verstappen in den letzten zwei, drei Runden 2 Sekunden aufzubrummen, auch wenn Hamilton hier mit 7 Sekunden natürlich einfach, ja, unschlagbar war, auch die anderen natürlich noch weiter weg, ist es mir ehrlich gesagt egal. Ich meine, wir haben es geschafft, einfach hier, Verstappen in Schach zu halten, denn das war einfach die letzte Chance, wo man richtig überholen konnte. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich Alonso so ein bisschen die Tür geöffnet habe, dass der heute aufs Podium landen kann. Der hat es hier wirklich mit dem, ich halte einfach alle auf, an mir vorbeigeschafft. Und weil ich mich eben lange gestreut habe, dass ich Hamilton vorbeilasse, schafft es Alonso jetzt auf das Podium und holt sich die 15 Zähler. Das ist natürlich bitter. Das ist echt sehr bitter. Trotzdem muss ich sagen, es ist ehrlich gesagt trotzdem ein tolles Ergebnis, dass wir einen zweifachen Weltmeister hinter uns halten konnten. Und das, obwohl ich wirklich so ein schwaches Auto habe, finde ich persönlich natürlich toll. Und es hat sich auch die rote Flagge als regelrechter Gamechanger im positiven Sinne herausgestellt. Wir holen hier 8 Punkte. Das ist wirklich, mehr wäre nicht gegangen. Das ist das Maximum. Und das ist jetzt auch im Ziel. Ich freue mich extrem, Leute. Es ist toll. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Das ist wirklich das Maximum. Ich bin unfassbar stolz auf mich und vor allem auch natürlich darauf, dass unser Auto so gut war. 1.19.9 und 1.20.9. Piastri hat sich auch gut geschlagen. 17. Platz hat da auch ordentlich Platz gut gemacht. 4 Plätze hat er da sich verbessert. Besser geht's kaum. Eine 1.11, glaube ich, ist eher eine unrealistische Zeit. Also das ist ein kleiner Bug, glaube ich. Mit der roten Flagge wird er zu tun haben. Denn eine 1.11 in Mexiko, das wäre schon was, aber das ist unrealistisch. Also da fährt man eher eine 1.16 oder so oder eine 1.15, aber bestimmt keine 1.11. Wir sind nicht im Monza. Da sind wir immer noch am 8. Platz und ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die Chance am 7. Platz verspielt, denn es sind jetzt fast 30 Punkte. Also nach unten hin ist noch ein bisschen Platz und auch hier nach unten hin fast 21 Punkte sind wir da vorne. Da muss schon einiges passieren. Da müssen die Alpine jetzt wirklich ordentlich auftreten, dass sie das noch einholen. Ich bin wirklich stolz. Wenn wir diesen 6. Platz in der, diesen 7. Platz in der Fahrer-WM und den 5. Platz in der Konstrukteurs-WM mitnehmen würden, wäre das echt toll. Warum ich hier immer noch eine Rivalität gegen Charles Leclerc machen muss, frage ich mich ehrlich gesagt. Denn ich hatte im Rennen kaum eine Chance generell gegen einen Ferrari oder gegen einen Red Bull oder auch gegen einen Mercedes. Es ist wirklich nur manchmal dieses Aufflackern, so wie heute. Aber warum ich da jetzt mir den als Rivalen nehmen muss, obwohl ich ja ehrlich gesagt nicht mal mit Norris kämpfen kann, weiß ich auch nicht. 6 Millionen haben wir hier, vielleicht sollten wir mal wieder was ausgeben. Aber ich bin umso froher, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Das heutige Wort ist, ihr hattet natürlich alle recht, Deep Drift war es beim letzten Mal. Und das heutige Wort ist, Königlicher Park. Falls ihr wisst, was ich meine, natürlich die Rede von Monza. Aber der Königliche Park ist das heutige Wort des Videos. Wir tauschen hier nochmal alles aus, weil es eben nicht mehr viele Rennen sind. Wir hatten bis jetzt erst einmal alle Strafen. Ich bin auch wirklich stolz mit oder überrascht von dem wenigen Verschleiß. Abonniert unbedingt gerne kostenlos meinen Channel hier. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über einen Daumen hinten freuen. Schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links mal unten in der Bio. Bis morgen oder später hier und ciao.